Hallo, guten Abend und Glück auf, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu den Nachrichten in Meggional heute am Dienstagabend, den 26. November. Seit gestern wurde die Beschulung der Seifener Grundschüler wieder aufgenommen. Unangenehme Düfte unbekannter Herkunft sorgten für eine aufwendige Baumaßnahme der Bildungseinrichtung. Wie diese verlief, hat Günther Langer beim Bürgermeister erfragt. In den Sommerferien 2019 wurden in der Schule wieder Arbeiten ausgeführt. Mehr dazu erfuhren wir vom Bürgermeister Martin Wittig am Freitag, 22. November 2019. Also heute ist kein Schulanfang, das liegt 3 Monate zurück, aber ist sicherlich trotzdem ein Grund zur Freude. Wir sind heute in der Seifener Grundschule zu Gast hier. Martin Wittig, der Bürgermeister des Ortes. Warum kam es eigentlich dazu, dass Schüler mal kurzzeitig in Heidersdorf zur Schule gehen mussten? Ja, das lag daran, dass wir also die Schule hier umfassend saniert haben. Und wir haben das während der Sommerferien geplant. Das war auch alles soweit eingetaktet. Und dann ist es aber so gewesen, dass der Umfang der Bauarbeiten doch wesentlich größer war, als wir das alle am Anfang vermutet hatten. Das hing auch damit zusammen, dass wir während der Bauphase hier immer mit einem Baubiologen, heißt es wohl richtigerweise, zusammengearbeitet haben und also auch permanent neue Messungen hier veranstaltet haben. Und es ist eben auch so gewesen, dass wir aufgrund dessen dann auch immer mehr und mehr Räume hinzugezogen haben und in die Maßnahme inbegriffen haben. Und dadurch resultierte dann eben auch doch eine längere Bauzeit, als wir das am Anfang alle erwartet hatten. Was nun war der eigentliche Anlass, hier eine Sanierung der Räumlichkeiten durchzuführen? Ja, wir haben also festgestellt im Laufe der Zeit, dass es hier unangenehme Gerüche gegeben hat. Wir sind dann auch über das Landesamt dazu übergegangen, hier Raumluftmessungen zu machen. Wir haben das dann mit weiteren Messungen untermauert. Wir haben ja eine Quellensuche veranstaltet und haben also gesehen, wo es jetzt tatsächlich herkommt. Und es ist also so gewesen, dass ursächlich für diese Gerüche nicht eine Ursache ausgemacht werden konnte, sondern mehrere. Und aufgrund dessen haben wir dann eben angefangen und haben hier eine umfassende Sanierung in Betracht gezogen und dann eben auch durchgeführt. Das heißt ganz konkret, sämtliche Fußbodenbelege sind wieder rausgekommen. Also es sind nicht nur die Fußbodenbelege gewesen, es ist zum übergroßen Teil auch der Estrich, der davon auch mit betroffen war, rausgekommen. Es hat fast keinen Raum gegeben, wo der Estrich drin geblieben war. Und wenn, dann ist er eben auch nicht betroffen gewesen. Das haben wir also alles feststellen lassen vorher. Und ja, also wenn man dann dieser doch recht großen Grundschule sieht, wie viele Räume das sind, dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen vorstellen, dass das doch ganz erhebliche Bauarbeiten waren und die sich dann eben auch über eine ganze Weile hingezogen haben. Und wir haben eben anfangs nicht gewusst, das weiß man halt nicht, bevor man dann immer Schicht für Schicht abnimmt sozusagen, wie weit das also alles rausgemacht werden muss. Und dadurch kam es eben auch, dass sich der Bauzeitraum nicht so völlig genau planen ließ. Aber das tut es wohl auch in den wenigsten Fällen. Jetzt haben Sie eine Gewährleistung von 25 Jahren. Das wäre mir lieb, aber die haben wir selbstverständlich nicht. Wir haben eine ganz normale Gewährleistung nach VUB. Aber ich denke, das wird diesmal auch funktionieren. Und wir haben das also alles während des laufenden Baubetriebs immer wieder überprüfen lassen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt mal Ruhe hier haben. Wer bezahlt das Ganze? Naja, bezahlt hat es zum übergroßen Teil das Land. Und hier bin ich auch wirklich meinen Amtskollegen aus dem Altlandkreis Erzgebirge sehr, sehr dankbar. Im Prinzip ist das Budget für den Erzgebirgskreis in seiner jetzigen Form aufgeteilt worden. Und die Altlandkreise, die Bürgermeister der schultragenden Gemeinden, haben sich zusammengesetzt und haben das Geld unter sich verteilt. Und ich muss sagen, wir haben da wirklich einen sehr großen Batzen davon abbekommen, weil die Kollegen auch Verständnis für unsere Situation hatten. Und da hat es keine großen Reibereien gegeben. Das ist halt einfach so gemacht worden. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich bin da sehr dankbar dafür und wir werden uns sicherlich an anderer Stelle, wenn es mal andersrum geht, dafür auch erkenntlich zeigen können. Sicher war das nicht eitel Sonnenschein, als Sie verkünden mussten, Schüler, ihr müsst mal kurzzeitig mal eine andere Schule besuchen. Heidersdorf wurde auserwählt. Das ging nur reibungslos, positiv zu. Also das ging überaus positiv zu. Wir hatten zunächst einmal eine Lösung in Gebirge ins Auge gefasst, weil die uns als die am schnellsten machbare erschien. Und wir sind dann aber noch einmal umgeschwenkt, auch auf Bitten und auch ein bisschen Druck der Eltern hin, muss ich sagen, war aber positiver Druck. Und die Lösung in Heidersdorf war natürlich sehr viel besser. Es hing einfach ursächlich damit zusammen, dass uns am Anfang die Schule da drüben als nicht beschulbar beschrieben wurde und auch nachvollziehbar verlässlich als nicht beschulbar beschrieben wurde. Und so hatten wir zunächst einmal die Lösung Gebirge in Betracht gezogen. Aber natürlich ist es sehr viel besser und es hat sich dann eben herausgestellt, dass dem nicht so war. Es ist also sehr viel besser, dass wir das in Heidersdorf machen könnten. Und dort bin ich auch allen Verantwortlichen sehr dankbar, die uns zum Beispiel die Turnhalle, also gerade die Gemeinde hat uns die Turnhalle dort sehr unkompliziert zur
Verfügung gestellt. Und auch der jetzige private Besitzer der ehemals Gemeindeschule hat uns dort auch wirklich zu sehr guten Konditionen und sehr reibungslos die Schule auch überlassen. Eingestimmt auf die Weihnachtszeit wurde sich auf traditionelle Weise in einer Bäckerei in Drehbach. Tobias Körner war vor Ort. Angela Gluth, der 23. November 2019 hier in der Erzgebirgischen Landbäckerei sieht ganz nach Überstunden aus. Was ist denn hier los? Also wir haben heute unser 10. Stollenfest, Tobias, und die Bude ist wieder voll, also wir freuen uns, ne? Und es ist schön, ne? Wir feiern Weihnachten vor. Was habt ihr denn so alles aufgefahren für die Besucher, für die Gäste? Also wir haben den Falk Eigner da, da habe ich jetzt dieses Mal extern mir Hilfe geholt, weil es ist ja immer schwierig bei 10 Stollenfesten immer mal wieder eine musikalische Attraktion zu finden. Ich finde das gut, es ist mal was ganz, ganz anderes, es wird gut angenommen. Ja, und ansonsten waren wir fleißig, wir haben gebacken wie die Weltmeister, ne? Um jetzt unsere Gäste heute wieder zu verwöhnen und vor allen Dingen auf Weihnachten einzustimmen, weil nächste Woche der erste Advent vor der Tür steht. Ne? Ich weiß, es gibt einen Plan für jedes Leben irgendwann, dass man sich entscheiden, allein oder zu sein. Jetzt kriegen aber auch die Interessierten einen Einblick in euer Handwerk. Plätzchenbacken, das Stichwort. Ja, Plätzchenbacken ist das Stichwort. In unserer Betriebsgröße, sag ich mal, ist es mit dem Handwerk schon wirklich so, dass man, die Leute, habe ich gerade gesehen, laufen ja rumher, gucken auch mal die Maschinen an, sind interessiert, wie halt so eine Handwerksbäckerei funktioniert. Und ich finde das gut, dass man so einen Tag mal nutzen kann, wie einen Tag der offenen Tür halt, dass mal die Sachen kaufen, denen das schmeckt, ne? Auch mal gucken, wie sie ganz einfach hergestellt werden. Und jetzt spielt bei euch ein Hase eine wichtige Rolle. Obwohl wir kurz vor Weihnachten stehen, deutet das doch etwas auf Ostern hin. Liege ich da falsch? Ja, ich habe es vorhin schon zur Eröffnung gesagt. Also es soll sich keiner erschrecken, dass der Hase durch Backstube läuft, weil eigentlich Weihnachten vor der Tür steht. Aber wir haben es einfach so ein bisschen als Metapher genommen, weil unsere Tochter damals ja auch mit dem Unternehmen war und dieses Maskottchen, den Backhasen, sag ich mal, ihr eigen genannt hat. Und dieser Backhase hat uns immer all die Jahre begleitet, also auf unseren Autos, da ist, sag ich mal, auf der Werbung. Und vor den letzten Stollenfesten haben wir immer T-Shirts gemacht und jedes Jahr den Backhase und den Backhäsin als Kinder kreiert. Jetzt haben wir heute das 10. Stollenfest und die kleinen Hasen sind ja den Nickis schon entwachsen, sind groß geworden. Und da hatten wir diese ganz spontane Idee, einfach mal einen Hasen durch die Backstube laufen zu lassen. Das Stollenfest ist dieses Jahr ein ganz besonderes. Ja, Nummer 10. Nummer 10. Und es ist für uns immer ein Wahnsinnsaufriss, ein Wahnsinnsaufwand. Wir haben schon damit gesagt, eigentlich, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Aber? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht. Wenn ich meine Bäcker sehe, sind die alle glücklich. Die haben heute die Backstube schon fertig gemacht. Ich durfte zum Friseur gehen. Ne? Ne? Ich konnte mich verwöhnen lassen, wo ich kam. War schon alles gerichtet. Also ein riesendickes Küsschen und Dankeschön an meine Mütter und unsere Mitarbeiter. Ich weiß es noch nicht, Tobias. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Also die Zeichen stehen schon mal nicht schlecht, dass es vielleicht ein 11. gibt. Könnte sein. Dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche noch einen super tollen Tag hier. Danke. Danke, dir auch und den Leuten da draußen auch. Dankeschön. Thank you.
Der Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. ist vom Ostdeutschen Sparkassenverband, kurz OSV, am vergangenen Donnerstag als Verein des Jahres im Freistaat Sachsen ausgezeichnet worden. Die Erzgebirgssparkasse hatte den Verein für die Verleihung des 23. Unternehmerpreises des OSV nominiert. Der Landessieger Sachsen setzt auf Tradition und das mit besonderem Erfolg. Dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge ist zu verdanken, dass die Montanregion Erzgebirge gerade als Welterbe anerkannt wurde. Nach dem Motto, die Errungenschaften der Menschheit bewahren, schützen und an die nächsten Generationen weitergeben, hat sich der Verein 16 Jahre lang um den Titel bemüht, Widerstände überwunden und die Bewerbung vorangetrieben. Gemeinsam mit mehr als 1000 Bürgern und den beteiligten Gemeinden und der Bergakademie Freiberg gestaltete der Verein den Projektantrag. Durch das Engagement und das gemeinsame Wirken wurden 22 sächsische und böhmische Bestandteile gemeinsam Weltkulturerbe. Durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde Trennendes überwunden und die ganze Region vorangebracht. Der geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Dr. Michael Emrich, und der Vorsitzende des Vorstandes der Erzgebirgssparkasse, Roland Manns, überreichten den Preis an den Vorstandsvorsitzenden des Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. und Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, sowie dem Vorstandsmitglied Matthias Liske. Ja, und die Kategorie Verein des Jahres richtete sich an Vereine, deren Mitglieder besondere Leistungen mit hoher gesellschaftlicher und regionaler Bedeutung vorweisen konnten. Und das hatten sie ja dann auch. Die ersten, die bereits ihre Weihnachtsdeko vollendet haben, hoffentlich haben sie diese gut befestigt, denn heute Abend und in der Nacht pustet uns ein starkböiger Südostwind mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 55 km pro Stunde um die Ohren. Dazu bleibt es dicht bewölkt, mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Die Nachtwerte, die liegen in Olbernhau bei 4 bis 5 Grad Celsius, gleiches Bild auch in Marienberg, und die Joepower-Thermometer zeigen 5 bzw. 6 Grad an. Am Mittwoch erwarten wir einen bewölkten Himmel mit kurzen sonnigen Abschnitten, die dann gegen Abend auch mal etwas üppiger ausfallen können. Aber auch leichter Niederschlag mischt sich ins Wettergeschehen in der Tagesmitte ein. Der Wind weht weiterhin starkböig aus Süden und Niederschlag fällt in Form von Regentropfen, denn noch ist es für Schnee ein kleines bisschen zu mild. In Zahlen sieht das wie folgt aus. Deutsch-Neudorfer Quecksilber zeigen Tageswerte im Bereich 5 bis 7 Grad an. Auch die Pobersauer Thermometer zeigen 5 bis 7 Grad über den Tag. Und in Amtsberg werden morgen zum Mittwoch 6 bis 9 Grad Celsius erwartet. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter. Hier ist der kleine und kurze Ausblick. Der Donnerstag wird auch wieder wolkig mit wenigen sonnigen Abschnitten, aber dann ist erst gegen Abend mit Regen zu rechnen. Die Thermometer zeigen zwischen 5 und 9 Grad an. Der Wind, der tritt ordentlich aufs Gaspedal und weht in frischen Böen aus Südwest. Ja, während es am Freitagmorgen aus der grauen Wolkendecke immer wieder leicht regnet, sinken die Tagestemperaturen immer mehr in Richtung der 0-Grad-Marke. Und das bedeutet, dass wir am Freitagabend mit leichten Schneefällen rechnen können. Die Tagestemperaturen liegen bei 0 bis maximal 6 Grad Celsius und der Wind weht nach wie vor recht böig aus Westen. Einen ersten vorsichtigen Ausblick auf das bevorstehende Wochenende dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's erstmal vom Regionalwetter und das war's damit auch für die heutige Nachrichtenausgabe. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle und na klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens mehr von uns und das Ganze zum nochmal anschauen gibt es online auf www.mef-line.de in unserer Mediathek. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, Ihnen recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gute Nacht, bis morgen. Auf Wiedersehen.